Ja, grosse Einstelle, ich freue mich, dass es wirklich endlich losgeht. Und eben, je mehr Rennen, desto besser ist für uns. Und ich glaube, es gibt 6 Rennen innerhalb von 12 Tagen. Es wird sicher streng kommen, aber ich glaube, wir haben gut trainiert dieses Jahr. Und ja, ich freue mich jetzt, dass es diese Rennen gibt. Ja, ich finde es cool eigentlich. Sie probieren etwas Neues. Es gibt da Gas. Sie probieren diesen Sport besser zu verkaufen. Und das reden alle von diesen 6 Rennen und das ist schon mal ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, ich freue mich auch von uns. Wir haben vor etwa 5-6 Jahren haben wir schon Sprintcross gehabt. In St. Johann auch am Abend. Und das war genial zum Fahren. Für die Zuschauer ein riesiges Spektakel. Und ich hoffe jetzt, dass eine Rose auch so kommt. Und glaube auch daran, dass wenn der Kursbau dort interessant ist, gibt es eine super Sache zum Zuschauen und für uns auch zum Fahren. Ja, St. Johann früher ist mir schon gelegen. Dort habe ich meinen ersten Sieg geholt. Ich hoffe, ich kann das auch in Rosa wieder machen. Da habe ich ja das erste Rennen gewonnen. Und, Ja, falls ich in die Situation komme, ich bin so ein bisschen bekannt als schlechter Qualifahrer. Und nachher, umso weiter hin in der Quali bin, umso besser bin ich nachher im Rennen in der Heat. Von dem her kann ich mir vorstellen, wenn ich nicht auswählen kann, dass die Leute mich auch nicht so gerne wählen. Ja, es hat letztes Jahr eben, es ist noch ein bisschen, es ist sicher, dass das Feld immer stärker und dass alle mehr trainieren auch und es braucht meistens sehr wenig und je nachdem hat halt auch ein bisschen, weiß auch nicht, einfach ein bisschen noch gefehlt jetzt in den letzten 1-2 Jahren und ich hoffe, das wird jetzt wieder wechseln, aber vom Sommertraining her haben wir jetzt wieder das Beste gemacht und gemerkt, dass wir vielleicht dort oder dort noch ein bisschen arbeiten müssen und jetzt glaube ich, ja, lassen wir uns überraschen, aber wir freuen mich auf die und glaube, ja, dass wir wieder mitheben können. Das ist immer schönste zuoberst, aber nein, eben, wie gesagt, mir ist wichtig, Konstanz weiterzubringen, sicher Podestplätze fahren im Weltcup und gesamt wäre sicher schön, wieder einmal aufs Podest, sogar Kugel eine zweite holen. Die WM ist natürlich auch ein grosser Anlass, habe ich noch nie etwas gerissen, das wäre auch etwas, wenn mal Zeit wäre. Oh, yeah.